Henriette, du hast 7 Minuten. Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde diese Bühnengestaltung richtig klasse, weil sie für mich auch Sinnbild ist, wie ich mir diesen Wahlkampf vorstelle und dafür, was am 1.9. und danach hier in diesem Freistaat passieren soll. Weil ich möchte, dass die schwarze Kruste, die sich auf diesem Freistaat gelegt hat in den letzten 29 Jahren, platzt und zum Vorschein kommt, wie sich immer mehr Menschen in Sachsen drauf sind. Bunt, laut, offen, unruhig und unglaublich energiegeladen. Wir haben dafür richtig viele Ideen, wir haben richtig viele tolle Leute und wir sehen, dass es sowas von überfällig ist, diese Ideen endlich umzusetzen und dass wir dafür Mehrheiten abseits der CDU brauchen, um das auch zu tun. Dabei denke ich nicht nur an die Gleichstellungs-, Verkehrs-, Klimapolitik und die Liste könnte ich jetzt noch ganz weit fortführen, weil sich da in 29 Jahren eben ganz schön viel angestaut hat. Nein, ich denke dabei aber auch an die Bildungspolitik. Liebe Freundinnen und Freunde, am 1. April wurden einige meiner Kommilitonen mit einem eher weniger lustigen Aprilscherz konfrontiert. Sie wollten sich für die Prüfung zum ersten Staatsexamen einmelden, weil sie ihr Lehramtsstudium abgeschlossen haben. Aber Pustekuchen, das Anmeldetool funktionierte nicht. Es folgte das, wovon ich seit Beginn meines Studiums vor 4 Jahren vereinzelt und seit Beginn meines Engagements im Fachschaftsrat und Studentenrat vor 3,5 Jahren massenhaft höre. Die schier endlose Suche nach den richtigen Ansprechpartnern und als Belohnung, wenn man die dann mal gefunden hat, eine Behandlung, als würde man sich wie der letzte Idiot anstellen. Dass danach die Lust vieler Menschen, sich bei der Bewerbung zum Referendariat, zum zweiten Staatsexamen und auch danach weiterhin mit diesem Landesamt für Schule und Bildung auseinanderzusetzen, begrenzt ist und sie dann lieber in ein anderes Bundesland an Schulen gehen, finde ich mehr als verständlich. Weil ich tagtäglich diese Berichte meiner Kommilitonen, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen höre, trete ich aus tiefster Überzeugung für eine Reform der Schulaufsicht in Sachsen ein. Weil das für mich eine entscheidende Schraube abseits des Geldes ist, an der man drehen kann, um Lehrerinnen und Lehrer für die Arbeit an sächsischen Schulen zu begeistern. Die Arbeit an diesen Schulen macht nämlich in den meisten Fällen auch wirklich Spaß. Sie würde aber noch mehr Spaß machen, wenn die Schulen auch noch einladender sind, wenn junge Lehrerinnen dort ihre Kreativität und ihr Wissen ausprobieren und ausleben können. Einer der wichtigsten Bausteine für mich ist dabei, dass Schulen digitaler werden. Es ist so viel einfacher, SchülerInnen für die Inhalte eines Fachs zu begeistern, wenn man es ihnen auf eine Art und Weise vermitteln kann, mit der sie sich identifizieren und mit der sie was anfangen können. Es ist so viel einfacher, guten Unterricht zu gestalten, wenn man als Lehrerin von den Vorbereitungen von Kolleginnen weltweit profitieren kann. Ich möchte mich dafür einsetzen, die strukturellen Bedingungen an den Schulen und in der Ausbildung von LehrerInnen zu schaffen, damit die Digitalisierung von Schulen endlich nicht mehr als großes Thema für die Zukunft beschrieben, sondern als Aufgabe im Hier und Jetzt angepackt und umgesetzt wird. Neben der Digitalisierung wird als weitere große Aufgabe die Stärkung der politischen Bildung an Schulen seit einiger Zeit immer wieder betont. Doch während wir diskutieren, haben die Schülerinnen das einfach selber in die Hand genommen. Ich merke so stark, wie viel mehr die Schülerinnen sich aufgrund von Fridays for Future für mehr Klimaschutz und mit der Verkehrswende beschäftigen. Sie stellen kritische Fragen, sie diskutieren lebhaft, sie widersprechen. Das habe ich mit Freuden erst am Montag auf einem Podium in Zittau erleben dürfen. Ich möchte daran anknüpfen, denn auch die Teilhabe an den politischen Prozessen in der Europäischen Union setzt voraus, dass alle Bürgerinnen zumindest in Grundzügen mit den Institutionen der EU und europäischen Werten vertraut sind. Die Schülerinnen am Montag zeigten mir ganz klar, sie wollen sich einmischen, auch und gerade auf europäischer Ebene. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sie das auch können, dass alle Menschen in diesem Freistaat diese Möglichkeit haben. Deswegen möchte ich die europapolitische Bildungsarbeit im Freistaat stärken. Denn die brauchen wir, damit die Erkenntnis, was für eine großartige Errungenschaft Europa als Friedensgarant ist, niemals verloren geht. Daran immer wieder laut und deutlich zu erinnern, wird auch im Hinblick auf die Landtagswahl sehr bedeutsam. Denn der Kampf für ein freies, geeintes Europa endet nicht am 26. Mai. Die Populisten und Nationalisten in diesem Freistaat werden doch mit Blick auf den 1.9. erst richtig Fahrt aufnehmen. Ihnen die Stirn zu bieten und deutlich zu machen, dass es einen starken Freistaat Sachsen nur als Teil eines starken Europas geben kann, das sehe ich als meine Aufgabe in diesem Wahlkampf, den ich auch in Dresden als Direktkandidatin mit viel Enthusiasmus führen werde. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Applaus